Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Short Tips bei Schweighofer Art. Ich darf euch jetzt, bevor ich nochmal in den schönen Urlaub fahre, einen weiteren Short Tip geben. Und ich habe mir dieses Bild hier ausgesucht. Das ist im Übrigen das Model Angie Lechner. Und die Angie Lechner ist Miss Tirol geworden und sieht auch dementsprechend gut aus. Wir haben nur beim Shooting leider Gottes einen kleinen Fehler gemacht. Naja, was heißt leider Gottes? Um eben so einen Short-Tip zeigen zu können, muss man ja ab und zu mal auch Fehler ins Bild einbauen und den haben wir hier bewusst eingebaut. Und zwar seht ihr bestimmt hier unten das Höschen der guten Dame. Ja, das Problem hier an der ganzen Sache ist jetzt natürlich, wie bekommen wir hier diese weißen Stellen des Stoffes eben durch die der Haut ersetzt. Wir haben das Muster zwar schön drüber liegend, aber eben hier weiße Flecken drinnen. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten und ich möchte euch hier in meinen Short-Tipps nicht immer nur einen primären Tipp geben, sondern auch mehrere vielleicht ab und zu mal zeigen, dass ihr auch seht, okay, man kann auch so anders denken und kommt eben so auch an ein gutes Resultat. Zum Beispiel, was spricht dagegen, dass man das ganze Bild nicht einfach ein wenig zuschneidet und sich somit die blöde Retusche erspart? Das klingt jetzt zwar dämlich, aber eigentlich ist es ja auch eine Art Retusche und man hat sich viel Zeit erspart. Wenn man dies aber jetzt nicht machen möchte, bietet uns Photoshop einige Möglichkeiten, wie zum Beispiel das inhaltsbasierende Füllen. Ich lege hier mir einmal eine neue Ebene herauf. Ach ja, weil ich gerade gesehen habe, die ist hier grün. Warum ist die grün? Ich werde das sehr oft gefragt. Sie können hier mit rechter Maustaste einfach neben der Ebenenbezeichnung reinklicken und können hier unten der Ebene einfach eine Farbe zuordnen. Diese Farbe hat natürlich nichts damit zu tun, was diese Ebene hier macht, sondern sie hilft Ihnen lediglich, sich einfach ein bisschen besser in Ihrem Ebenenstapel hier auszukennen. Gut, diese Ebene hier nutzen wir jetzt, dass wir eben diesen Tanga hier etwas wegretuschieren können. Dazu nehme ich mir jetzt einfach ein Auswahlwerkzeug und werde mir diesen Tanga hier einfach mal auswählen. So. Gut. Jetzt hat Photoshop dieses inhaltsbasierende Füllen. Was ist dieses inhaltsbasierende Füllen? Das finden Sie übrigens hier über, Moment, ich verwechsel es immer, Berater, Fläche füllen. Hier gäbe es eben hier unten das inhaltsbasierende Füllen. Man zeigt Photoshop im Prinzip mit einer Auswahl, was in dieser Auswahl falsch ist und versucht Photoshop die Möglichkeit zu geben, dass er sich selbst ausrechnet, was hier reinkommt. Das Problem bei dieser gesamten Sache ist, Photoshop sieht auch diese Hautbereiche zum Beispiel oder hier diese Bereiche des Hintergrunds und wird, wenn wir hier jetzt auf OK tippen, wahrscheinlich einen falschen Bereich hier reinkopieren. Wahrscheinlich warum? Na, ich weiß eigentlich nicht, was Photoshop sich jetzt gerade denkt. Uah. Und man sieht schon, das sieht hier ziemlich chaotisch aus. Okay, ich werde das Ganze hier wieder zurücksetzen und zeige Ihnen eine weitere Möglichkeit, wie man dem Problem hier Herr werden könnte. Was reingezoomt. So, stopp. Ich wähle mir bewusst nur einen Bereich mit Stoff aus. So. Inklusive diesem Höschen. Dupliziere mir den. Der liegt jetzt hier oben. Sehen Sie? Gut. Wenn ich jetzt aus diesem Duplikat hier wiederum nur den Stringtanger raushole und gehe jetzt auf inhaltsbasierendes Füllen, hat Photoshop eben nur mehr die Möglichkeit, aus diesem Bereich hier oben etwas nach unten zu kopieren. Das werden wir jetzt probieren. Auch da kann ich wiederum nicht versprechen, dass es funktioniert. Das ist, wie gesagt, jetzt auch für mich etwas, naja, interessant. Ja, es klappt und es klappt erstaunlich gut. Wir haben nur leider Gottes überall hier noch ein paar kleine Fehler drinnen. Wie können wir diesen Fehlern jetzt noch Herr werden? Naja, dazu gibt es dann einfach das Stempelwerkzeug und Sie können sich zum Beispiel hier Stellen einfach rüberstempeln, die nicht hundertprozentig geschlossen sind. So, wie gesagt, ich möchte Ihnen mehrere Möglichkeiten zeigen. Das ist jetzt auch nicht die hundertprozentig perfekte Möglichkeit, aber wir wollen ja schnell arbeiten. Deswegen gibt es noch eine weitere Möglichkeit und zum Beispiel hier mit dem Ausbesserungswerkzeug. Ab und zu werden die Leute jetzt wahrscheinlich sagen,
Jetzt werden die Leute wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, das Ausbesserungswerkzeug ist in diesem Fall hundertprozentig falsch. Nein, ich habe vorhin einen relativ guten Erfolg damit erzielt. Der gelingt dir aber nur, wenn sie wirklich alles, also diese gesamte Auswahl hier genommen haben. Hey, Moment, das war falsch. So, bleiben Sie auf dem Auswahlwerkzeug. Und jetzt ziehen wir diesen Bereich in einen Bereich, der in etwa dieselbe Struktur hat. So, Achtung, achten Sie mal unten auf das Muster. Ich versuche hier die Form dieser schwarzen Linien weiterzubilden. So, und lass mal los. Das ist ein recht großes Bild, deswegen wird hier ein wenig gearbeitet. Und auch jetzt wiederum drücke ich mir selbst die Daumen und hoffe, dass es funktioniert. Ja, mit Command und D können Sie übrigens die Auswahl lösen. Und auch jetzt sehen Sie, das Resultat ist gar nicht so schlecht. Wir haben zwar hier wiederum ein paar kleine Stellen, die nicht hundertprozentig passen, aber auch da könnte man einfach sagen, okay, diese Stelle möchte ich zum Beispiel ersetzt haben gegen, was passt denn in etwa? Das hier zum Beispiel, oder diese Stelle hier, da werden wir so einen leuchtenden Fleck reinmachen zum Beispiel. Also ein bisschen gedüftelt muss natürlich schon werden, aber es stimmt ja eigentlich immer noch nicht hundertprozentig. Man sieht hier im Vorher-Nachher-Vergleich, natürlich geht es hier auf den Rändern etwas weiter nach hinten und wird deshalb dunkler. Darum empfehle ich jetzt zum Beispiel eine Tonwertkorrektur über das gesamte Bild zu legen, die etwas abzudunkeln. Ungefähr so, die Maske zu invertieren, das kann man mit Command I machen. Und jetzt können Sie mit einem weichen, weißen Pinsel hier eben wieder Bereiche abdunkeln, die vorher vielleicht etwas zu hell waren. Ja. Und schauen Sie mal auf die Uhr, der Short-Tip hat jetzt wenige Sekunden gedauert. Das Resultat, ja, hat Vor- und Nachteile. Wahrscheinlich war hier das inhaltsbasierende Füllen mit dem vorhergehenden Ausschneiden natürlich das Beste, aber wie gesagt, dieser Short-Tip soll nicht einen Tipp zu 100% zeigen, sondern eben mehrere zeigen und ja, Ihnen einfach ein paar Möglichkeiten geben, die Sie vielleicht bei Ihren nächsten Bildern dann anwenden können. In diesem Fall sage ich mal herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hau mich jetzt mal nach Amerika, hoffe, dass ich dort genug Bilder habe, mit denen ich dann weitere Short-Tips für euch produzieren kann. Wünsche euch in der Zeit ja, wunderbare Lernerfolge und ich hoffe, euch gefallen meine Videos und wenn ihr Tipps und Anregungen habt, schreibt mir doch einfach oder postet unterhalb dieses Links einfach eure Idee. Herzlichen Dank, Servus und Baba.